Wir spielen heute den neuen Brawler Kid im 1 gegen 1 gegen jeden einzelnen Brawler und spielen dabei gegen eine ehemalige Pro-Spielerin. Creator Code? Jo Jonas. Und damit starten wir rein in die erste Runde und zwar Kid gegen Shelly. Mit dabei ist heute wie gesagt Sunny, hallo. Schön, sehr gespannt. Wieder mit dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin halt mal gespannt, wie ich mich so schlagen werde. Was denkst du, wird sich Kid schlagen? Wir können jedes Mal eigentlich tippen. Kid gegen Shelly, wer gewinnt? Was sagst du? Ich glaube Shelly. Ja, ich glaube leider auch. Du versteckst dich gut, aber... Ja, ich muss halt jetzt irgendwie Glück haben. Wenn deine Ammo vielleicht gerade weg ist? Ja, jetzt bin ich drauf. Oh mein Gott, okay. Komm! Easy. Aber gegen Nahkämpfer ist Kid auch nicht gut. Wir gehen rein in die zweite Runde, jetzt fehlt mit Nita. Okay, ich sage, ich gewinne. Was sagst du? Ich glaube, Nita hat keine Chance gegen den Brawler. Ja, ich glaube auch, der jumpt, glaube ich, einmal. Was, ich gebe dir den Bären. Einfach immer, bis du deine Ulti hast. Ja, ich weiß, das ist auch das Schlauste. Ist halt so ein bisschen Edgar auf billig. Ja. Ich hätte jumpen können, mein Fehler. Ja, es war mein Fehler, ich hätte jumpen können. Ich dachte, ich habe dich so... Wir haben als nächstes Cold gegen Kid. Okay, wer gewinnt? Was sagst du? Mit dem Skin gewinne ich. Ansonsten glaube ich Kid. Bist du gut mit Cold? Das ist halt die Sache jetzt. Eigentlich schon. Okay. Aber du bist halt unsichtbar. Irgendwann hast du deine Ulti und wo soll ich dann hin? Ja. Jetzt habe ich dich hoffentlich. Jetzt bin ich gespannt. Wo soll ich hin? Komm, instant die nächste Ult. Boah, okay, das war schon sehr krass, oder? An der Stelle übrigens nochmal das Profil von Sunny. 54.000 Trophäen, obwohl sie seit ungefähr 2 Jahren nicht mehr pusht aktiv. Und wir sehen auch hier, wow, Rang 35er, Rang 30er und so weiter und so fort. Aber sie war vor allem in E-Sports-Turnieren bei den World Finals, bei der Qualifikation dabei. Sehr krass. Nächste Runde, wir haben Bull gegen Kid und ich sag ehrlich, wenn ich das gewinne, wäre ich sehr überrascht. Was denkst du? Ich denke auch. Ich glaube, Kid ist extrem gut gegen Longrange-Brawler, die sie halt einfach aus der Ferne targeten kann. Ja. Oder wie Bull. Oh! Nee, ich sehe jetzt schon, ich habe jetzt schon so viel Leben. Will ich das, oder? Ja. Keine Chance. Schade. Nice try. Auf geht's, nächste Runde. Ich werde am Anfang eigentlich immer dasselbe machen. Nämlich meinen Pappkarton aktivieren und dann die Ulti aufladen. Deswegen werden wir es am Anfang vielleicht auch kurz rausschneiden, weil es ja immer dasselbe ist. Jetzt bin ich gespannt. Wer denkst du gewinnt? Oh. Brock hat mehr Chancen als Gold, würde ich meinen. Oh mein Gott, ich habe gerade so einen knappen Spot gefunden. Ich bin noch in der Ecke gewesen. Du hast die ganze Zeit gerade an mir vorbeigeschossen. Oh mein Gott. Schade. Bist du jetzt hier, oder? Ja. Das muss ich haben, oder? Kannst du wegjumpen? Kannst du irgendwas machen? Ja. Boah, das ist halt die Sache. Du kannst halt wieder entkommen. Wenn ich jetzt irgendwie auf dich draufkommen würde. Jetzt. Jetzt habe ich dich, glaube ich. Aber er macht echt brutal wenig Schaden eigentlich, wenn er drauf ist. Ne? Das ist krass. Ja. Können wir Brock nochmal versuchen? Ich will mal versuchen, ob ich wegjumpen kann, während du schon in der Luft bist. Okay, 3, 2, 1, go. Ja, geht. Okay, dann kann man. Aber danach, okay. Dann kann man gewinnen. Ja. Also ja. Brock ist so eine 50-50. Wenn du gut timen kannst, dann geht's, sonst nicht. Der nächste Gegner ist El Primo. Als Nahkämpfer sage ich, dass ich verlieren werde. Was denkst du? Ich denke auch. Ich glaube, gegen Tanks generell hat Kid weniger Chancen. Ist aber natürlich auch ein Support-Brawler eigentlich. Also das ist gar nicht mal so schlimm. Ja, sonst natürlich halt auch vor allem sieht es, dass du mich halt auch outrainest, ne? Ich glaube, ich kann überhaupt nicht. Ich kann es mal probieren, vielleicht. Ja? Nee, ja, nee, da sieht man es schon, aber jetzt. Ich mal kurz vorläuft. Ja, also ich sag ehrlich, ich zögere es eigentlich jetzt eh nur hinaus, wenn ich warte. Jetzt kannst du doch kurz nichts machen. Nächste Ulti, Sekunde mal. Hä? Okay. Ja, okay, krass. Ja, Nahkämpfer halt wirklich. Aber das Ding ist, wenn die nicht genug Schaden machen, kriege ich oft noch schnell die zweite Ulti. Und damit kommen wir zu Barley und ja, also, was denkst du? Ich hab Angst mit Barley, ganz ehrlich. Also eigentlich ist das schon so ein bisschen auch wie Edgar, oder? Der Brawler. Unsichtbar an mich anschleichst, ich hab keine Chance. Wo bist du denn überhaupt? Ah, da. Das ist halt komplett krass. Das ist halt wirklich komplett krass. Ja. Oh, aber es ist doch relativ knapp, ne? Nächster Brawler ist Poco. Ich sag ehrlich, Poco wird sehr interessant werden, da Kid eben ohne Cubes natürlich nicht so viel Schaden macht. Denkst du, er gewinnt? Oh je. Denk nicht. Ich versuch dich jetzt einfach auf Abstand. Ja, es ist halt echt gerade nicht so geil. Ich mach mich jetzt unsichtbar. Aber es ist halt unmöglich, dich auszuweichen. Jetzt, ich geh drauf. Das ist halt die Frage. Ich kann nicht benutzen. Das wäre meine Frage gewesen. Wir haben den nächsten Brawler mit Rosa und Rosa sehe ich jetzt ganz, ganz schwer. Ihr müsst halt überlegen, mit Rosa, sie hat einfach zu viel Leben. Was denkst du? Oh je, komm ich jetzt überhaupt raus? Komm! Es ist halt schon ein bisschen... Man hat keine Chance, deine Ulti zu dodgen, aber Rosa mit Hyper-Dodge und super funktioniert. Okay, nächster Brawler ist Jesse, auf geht's. Ich denke, alles was wenig DPS hat, wird keine Chance gegen Kid haben, weil ich deine Ulti nicht dodgen kann. Ich muss außer Range sein oder ein Gadget haben, das mich vor ihr beschützt. Ja. Oh, guter Hit aber. Guter Hit. Nein! Boah, es ist echt eklig sogar ein bisschen. Selbst wenn du low bist, ich bin eine Jessie, was soll ich denn machen? Ist halt irgendwie, das Ding ist halt, wenn du mich halt immer wieder hittest, aber jetzt ist so, oh, ja, ist halt krass. Das Ding ist halt, selbst wenn du dann an der Mauer bist, ist halt over. Boah. Ja, keine Chance. Und du rechargst deine Ulti so schnell. Ja.
Auf geht's, nächster Gegner ist Dynamike. Also, ja, ich denke, Dynamike wird auf jeden Fall verlieren. Mal schauen. Also, irgendwie merke ich gerade, meine Ulti lädt sich trotzdem auf, obwohl ich mich bewege. Das ist auf jeden Fall, sollte eigentlich nicht so sein. Du steckst dich jetzt in den Büschen. Ja, ist natürlich schlau. Ja, du kannst da natürlich machen. Ach, das ist eklig. Was hast du denn vor? Das. Oh gut. Guter Try auf jeden Fall. Keine Chance, Alter. Ja, es war, ey, ich dachte, du hast es geschafft, es zu dodgen damit. Das war krass eigentlich. Nächster Brawler ist Tick. Ich denke, Tick wird sein Gadget, ich weiß nicht, aber er kann die Minen können besser aufdecken zumindest. Was denkst du? Wenn ich dich finde, kann ich vielleicht was predicten. Wenn du mir sagst, wenn du Ulti hast, kann ich vielleicht was predicten. Ja, ich würde es sagen, aber das ist halt nicht mehr. Schau es dir an. Der springt halt so weit. Hast du es gesehen, wie weit er war? Gadget gedrückt, das bringt nichts. Ah, ja. Können wir das nochmal versuchen? Okay, 3, 2, 1, go. Nee. Das ist halt logisch, weil der ist ja immun, ne? Kannst also nicht abwehren. Nächster Brawler ist 8-Bit. Ich sag ehrlich, 8-Bit kann ich jetzt super schwer einschätzen. Was denkst du? Also, boah, ich kann es echt nicht einschätzen. Vielleicht bin ich genug Tanky, dich zuerst anzuholen. Dodgen bin ich bestimmt nicht. Also mein Plan ist halt gerade irgendwie, dass ich, keine Ahnung, dass ich jetzt ein bisschen, weiß nicht. Ich muss halt irgendwie nicht, jetzt, kannst du mal hier ein paar Hits machen? Jetzt ulten? Denke ich schlauer. Ich bin auch drüber gejumpt. Boah, also krass. Also gegen viel Leben hat er eigentlich fast keine Chance. Aber nicht vergessen, in Showdown hat er dann auch noch Cubes. Der nächste Brawler ist Rico. Der hat nicht viel Leben, ist auf Distanz. Ich denke, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Mal schauen, wenn du dich hier ran sneaken kannst oder dich dann halt attachen kannst, sobald du deine Ulti hast. Übrigens, bei Kit haben sie zum allerersten Mal das Ganze so gestaltet, dass sie extra eine Ulti haben für, oder ein Gadget. Für Showdown und ein Gadget für Nicht-Showdown. Die Star Power bei Kit ist ja übrigens nur für Showdown zu gebrauchen, für Solo-Showdown oder für Duo-Showdown. Und die zweite Star Power zum Beispiel nur für Team-Modi, also für Mates. Und das wollen sie in Zukunft öfters machen, also dass sie Star Powers oder Fähigkeiten rausbringen, die nur in bestimmten Modi der Rotation stark sind. Okay, Daryl gegen Kit. Ich habe, glaube ich, keine Chance, allein wegen dem Leben. Ich probiere es mal. Bist du da? Oh je. Jetzt draufjumpen vielleicht. Ich dachte, die Munition wieder nach. Jetzt? Nee. Problem ist, dieser zweite Jump, wenn der rauskommen würde. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Penny gegen Kit. Das Ding ist, die hat halt dieses Fass. Was denkst du? Ich glaube, in einem richtigen Match hat Penny irgendwann ihr Turret. Das kann ja auch nochmal helfen gegen Kit. Ja. In einem Match wie diesem hier wird es sehr schwer. Was? Ich bin getroffen. Oh mein Gott. Oh! Let's go! Wer gewonnen? Wer gewonnen? Hab ich gewonnen? Du, ne? Nee, ich hab gewonnen. Nee, du hast gewonnen. Schade, aber wir haben getradet. Ja, es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall. Gewinnt Kit, aber Jonas hat zwei seiner Ultis verkackt. Ja, egal. Auf geht's weiter mit Karl. Also Karl hat halt eine gute Range, hat auch eine gute Ulti, die ich dir hoffentlich nicht geben werde. Das ist zumindest der Plan. Was denkst du? Ich weiß gar nicht genau, wer da jetzt besser sein wird. Ich glaube, wenn du wieder deine Ultis verfehlst, dann bin ich schon. Nein, diesmal ist kein Problem. Guck mal jetzt hier. So. Und? Ja. Oh, das Gadget aktiviert, stimmt. Nein, 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 nein. Jump. Jetzt wieder, ja, so, zwei treffe ich. Was soll ich denn machen? Nix, wow. Karls Problem ist, er kriegt nicht, keinen Schaden im Nahkampf raus. Stimmt. Okay, Jackie gegen Kit. Ja, gut, Jackie wird jetzt eh keine Chance haben. Also, du hast auch den Konterattack aktiv. Ja. Kriegst du Schaden? Nee, geht nicht. Nee. Hätte nichts machen können. Ja. Okay, nächster Brawler ist Gus. Also, das Ding ist, du müsstest mich mit Gus am besten schon mal vorher treffen, ansonsten wird es schwierig werden. Jetzt bin ich hier. Ich glaub, okay. Auch, wenn ich mein Gadget habe. Mein Plan ist einfach wieder dasselbe, ich mache es unsichtbar. So, jetzt warte ich ab, jetzt stampe ich drauf. Ich hab daneben. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Nee, keine Chance. Selbst wenn Jonas seine Hits nicht macht mit seiner Ulti, gewinnt er trotzdem. Geht doch nicht. Sehr gut. Nächstes Battle, Bo vs. Kid. Was denkst du, wer denkst du gewinnt? Oh je. Du hast einfach geistes, du hast dich einfach getötet. Perfekt. Ich, weil ich einfach besser bin. Ich glaube eigentlich ist, Kid. Eigentlich Kid, ja, vielleicht. Aber er baut auch ordentlich Leben. Okay, nächste Runde. Auf geht's. Und zwar jetzt. Ah, ich darf nicht hier so aggressiv reinlaufen die ganze Zeit. Ems, kannst du mich natürlich auch ganz gut aufdecken, ne? Ist halt so, ja, das hast du mich getroffen. Jetzt. Oh. Boah, das war extrem schlecht. Oh mein Gott, ich lebe noch. Jetzt muss ich aber echt aufpassen, was ich mache. Oh. War schlecht. Ich sag ehrlich, also, normalerweise müsste ich gewinnen, oder? Was denkst du? Ich denke schon, aber ich habe drei Gadgets, mit denen kann ich dich, wenn ich es gut nehme, wegboxen. Allerdings, wenn du mal in der Luft bist, geht das nicht. Es ist wie bei Tick. Okay, jetzt kommst du. Also Stu kann halt ausweichen. Denkst du es gut? Ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Jetzt. Komm.
Und, boah, also ich kann halt den kompletten Dash überspringen, das ist halt auch lächerlich, ne? Wow. Leute, Kid gegen Piper, ich sag ehrlich, ich werde einmal draufjumpen und ja, es wird höchstens mit dem Gadget spannend werden. Und wenn ihr euch halt einmal hitten lasst, das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur versuchen, hier die Zeit rauszuzögern, auch wenn es ein bisschen assi ist. Das wird halt interessant. Das hast du mich aber predicted, das war gut, muss ich aufpassen. Aber eigentlich, ich muss einfach nur Full Life jetzt kurz healen. Komm. Oh mein Gott, ich hab komplett verkackt. Jetzt habe ich nur noch ein Gadget, ich muss aufpassen. Ich war auch gerade. Das war ja gar nichts. Okay, Leute, Ulti ist zurück. Jetzt wird's halt. Jetzt, komm. Das heißt, mich halt einmal gehittet mit einem 3000er Hit. Das wird spannend. Komm. Also, das zeigt, wie krass der Konter ist. Das ist wirklich krass. Schuss für Ulti. Ich hätte dich sowas von auseinandergenommen. Ja, also Pam, also sagen wir es erstmal so. Pam kann mich erstmal super gut aufdecken mit der Unsichtbarkeit. Durch diese ganzen Streuschüsse. Und zum anderen hat sie super viel Leben und kann mir Munition klauen. Also, ja, wird witzig werden. Ich probiere es natürlich jetzt hier irgendwie. Ich kann dir keine Munition klauen, wenn du mal in der Luft. Ich probier's. Ja. Aber ich hab das Gadget aktiviert, bevor du auf mich gesprungen bist. Okay, jetzt wird's mal interessant, denn wir haben jetzt Frank. So, und Frank ist das Interessante natürlich, er hat viel zu viel Leben, aber ich kann eventuell den Angriffen ausweichen, aber ich denke nicht. Was denkst du? 16.300 Leben? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich will es zumindest probieren. So, zack. Ja gut, jetzt. Ich muss es irgendwie in eine Richtung direkt laufen. Nee. Ja. Perfekt. Hat super geklappt. Guter Versuch. Aber guter Konter dagegen. Auf geht's, Bibi gegen Kid. Ich sag ehrlich, es könnte... Mach hier einen Hit schon mal. War gar nicht mal so dumm. Ich muss unsichtbar vielleicht mal schon mal die Hits machen. Das ist immer schlauer. Ich hab die ganze Zeit... Ich muss unsichtbar so ein, zwei Hits schon mal machen. Hab ich vielleicht bessere Chancen? Nee, verliere trotzdem. Krass. Ich hab halt mit Bibi ein Schild. Ich hab extra nicht geschossen, bevor du auf mich jumpst. Dann habe ich ein Gadget. Okay, weiter geht's jetzt hier mit B vs. Wie heißt der Bro? Ich probier mal Sassi jetzt hier. Boah. Also ihr seht den Fehler, den ich bisher, glaube ich... Perfekt, du hast trotzdem gewonnen. Weißt du wieso? Weil du ich hab hattest. Extra Big Shot geholt und nicht nur geschossen. Ich habe ein Schild gehabt mit einem Gadget. Easy. Kid gegen Nani. Nani wurde gerade erst ein bisschen verschlechtert, also bin ich mal gespannt, wie der sich jetzt hier schlagen wird. Boah. Ja, oh, das hast du natürlich aktiviert. Das bringt ein bisschen... Krass. Leute, Edgar gegen Kid. Boah, wer ist da besser? Also eigentlich ist Edgar halt schon unschlagbar, oder? Ich sag, Edgar ist unschlagbar im Nahkampf, ist mein Produkt. Edgar ist jetzt echt stark. Oh, zwei gute Hits mitgegeben. Drei? Ja. Ich hab viel weniger Range als du. Echt? Oh mein Gott, krass. Hab ich gar nicht gedacht. Hä? Versuchen wir es nochmal. Ja, ich glaube, wir haben die gleiche Range, würde ich tippen. Oh! Du, lol. Das ist gedodged, crazy. Okay, jetzt ist wieder interessant, wir haben Griff. Das ist dann das Tanzkämpfer. Oh, jetzt habe ich meine Ulti direkt gewastet, perfekt. Aber er macht halt super viel Schaden, hat auch nicht so wenig Leben. Das kann schon interessant jetzt hier werden. Oh, Mist, ich bin ganz knapp getroffen. Ja, das machst du auf. Oh, Jump, komm. Okay. Kann ich jetzt was machen? Oh! Ich spam. Nee. Let's go. Ich habe das Gefühl, wenn die Ulti weg ist, kannst du immer zuerst diesen Hit machen. Leute, der nächste Werfer, und zwar Grom. Ich sag ehrlich, Grom wird normalerweise eine sehr eindeutige Sache werden. Außer ich spiele extrem schlecht, aber mal schauen. Also dein Gadget ist halt ein Problem. Ansonsten könnte ich dir jetzt schon ein paar Hits verteilen, aber... Oh, ich kann auch relativ gut dodgen vor allem. Jetzt. Oh, ich kann halt vor allem in der Sekunde jumpen, ne? Das ist halt die Sache. Ja, das war's. Ist halt eigentlich, wenn man ehrlich ist, sogar, so mehr ich drüber nachdenke, ein sehr ehrlicher Brawler zu Edgar, ne? Wir haben das nächste Battle, und zwar Bonnie. Ja, ich werde verlieren. 10.000 Leben sind, glaube ich, zu viel, sage ich. Aber mal schauen, vielleicht habe ich eine Chance. Nein! Das war jetzt extrem dumm von mir, sage ich ehrlich. Bist du jetzt? Bin ich unsichtbar? Da! Und? Das war nicht schlecht. Ich habe zwar 2, 3 Hits gelandet. Oh! Ich glaube, es war lucky. Wir haben als nächstes Gale, und vor allem wird es jetzt spannend, ob das Gadget von Gale natürlich Hilfen, perfekt. Oh je, das hätte ich mal getroffen. Helfen kann. Was denkst du? Ich glaube, du kannst nicht auf mich jumpen, aber ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Drauf an, wie sie das programmiert haben. Okay, 3, 2, 1, go. Ich jump jetzt. Okay, let's go. Wir testen's. Oh. Ja, du kannst. Aber ich werde rausgenockt, ist bestimmt. Oh. Ey, okay, das ist jetzt richtig krass. Ich bin jetzt unsichtbar. Ah, du triffst mich leider. Ja, keine Chance. Ey, Gale ist ein guter Konter damit eigentlich. Oder? Ich glaube generell, Tank-Counter und Tanks selbst sind alle gut gegen Kid. Ja, okay. Colette bin ich mir echt unsicher. Die hat ordentlich Leben, die kann sich halt healen. Ich glaube, deswegen verliere ich. Bin ich gespannt. Was denkst du? Bin auch gespannt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, wenn ich mein Gadget gut time, wenn ich Ulti bekomme. 1, 2 und Jump. Oh mein Gott.
Oh, ist das super knapp. Ist das super knapp. Okay, wir haben Bell. Ich sag, Bell gewinnt nicht. Ich glaube nicht, dass Bell eine Chance hat. Aber mal schauen. Ich muss eigentlich jedes Mal das Gleiche machen. Ich muss einfach kurz warten und dann einfach... Jetzt kann ich jumpen. Ja, ist eigentlich immer dasselbe. Komm! Boah! Ah, sogar relativ close, ne? Ja. Ja, gut. Okay, wir haben jetzt Ash. Also, was denkst du? Ich weiß nicht, also... Was ich da tun soll, weiß ich vorher nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich gewinne, aber... Probier's! Ah, schon mal nicht schlecht. Ich heal halt vor allem auch nicht. Guck mal, nochmal. Ja, aber es bringt trotzdem... Oh! Hä? Du hast den schnelleren Reload. Ja, krass. Boah, Lola. Lola wird verlieren, sag ich. Dein Gadget ist so assi. Dass ich ja, ich weiß. Aber man muss fairerweise sagen, ich hau die Gadgets halt hier raus, ohne nachzudenken. Ne? Das ist echt krass. Ich meine, schau's dir an. Ja, aber du haust sie raus, damit du Ulti hast. Und ich habe keinen Shot von meiner Ulti. Ja. Krass. Wir haben Sam gegen Kit. Ist die Handschuhe schon mal gesetzt? Oh je, jetzt hast du mich gesehen, leider. Super. Das sollte gerade natürlich nicht passieren. Okay, ich muss jetzt halt irgendwie hitten vorher. Ja, komm! Ich werde safe. Ich werde safe nicht schaffen, sage ich, oder? Boah. Okay, Mandy gegen Kit. Das sollte ein kurzer Prozess werden. Ich meine, ihr könnt es ja wie gesagt mit Edgar vergleichen. Ich meine, ja, das wird es. Oh! Das war jetzt mein Fehler. Muss natürlich ein bisschen dodgen. Perfekt, du triffst mich super. Jetzt muss ich aufpassen. Ich kann halt auch nicht so leicht healen. Oh, hier. Wenn ich jetzt halt einmal noch hätte, das ist direkt over gefühlt. Nein! Du hast das Gadget mitgenommen. Echt eklig, jetzt muss ich echt aufpassen. Boah! Hast mich wieder getroffen. Also mein Fehler, was ich gerade mache. Ah, jetzt, komm. Also wenn ich das noch gewinne, wäre sehr unfair. Ich glaube, ich gewinne es damit, oder? Ja. Boah. 190 HP, nicht wahr? Ich habe es nicht gut gespielt, aber ich habe es gewonnen. Darauf kommt es an. Das schneidest du ins Video. Weiter geht es mit Maisie. Die hat natürlich eine geile Ult, aber die wirst du halt wahrscheinlich eher nicht aufgeladen kriegen. Hoffe ich mal zumindest. Das ist zumindest meine Aufgabe jetzt hier. Okay, let's go. Hast du deine Gadgets? Da, 1, 2, 3, jumped. Das war schlecht. Ich bin so schlecht. Ey, du konntest damit dodgen, ne? Hey, krass. Jetzt haben wir Hank. Der hat zwar viel Leben, aber der muss ja seine Blase immer so ein bisschen aufladen, ne? Deswegen bin ich da jetzt echt mal gespannt. Was denkst du? Ich hab keine Chance. Echt? Aber mal schauen. Ja. Bin echt gespannt. Ah, ich hätte jumpen sollen, Okay, ich habe mein Schild rausbekommen. Das könnte jetzt bedeuten, dass ich... Ah, oh, kann. Nee. Ich glaube, ich hab's trotzdem. Das Problem ist, dass du nicht aufladen. Wenn du deine Ulti wieder ready hast, meine Blase ist viel zu klein, um Schaden zu machen. Das ist krass gewesen, obwohl ich echt schlecht gespielt habe. Hank wurde echt zu krass genervt. Wir haben Pearl als nächstes. Okay, ich wollte gerade sagen, das Gadget habe ich hier schon kommen sehen. Jetzt ist halt die Frage, wie ich das am besten löse. Ja, unsichtbar. Hast du mich kurz gesehen? Oh, wichtig, okay. Habe ich vielleicht eine Chance? Interessant. Komm. Oh, du machst echt krassen Damage als Pearl, ne? Boah. Okay, es war lucky. 14 AP. Larry und Laurie gegen Kid. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich halte Larry und Laurie für sehr OP, aber Larry und Laurie sind, also Larry ist zumindest ein Werfer. Und solange du die Ult nicht rauskriegst, sollte ich ja eigentlich gewinnen. Mal schauen. Ich frage, ob du mich triffst. Oh, du hast dich einmal gehittet? Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt, Jump. So, ja, der Jump ist soweit. Habe ich normalerweise gewonnen, denke ich. 1, 2. Boah. Ja. Knapp. Okay, jetzt kommt Mortis. Da bin ich jetzt sehr... Oh, was war ich? Oh, weiß nicht. Wo bist du überhaupt? Da, 1, 2, jumped. Du hast mich gedodged damit, hä? Kann nichts machen. Wow. Ey, man kann damit, das ist krass, dass es geht. Okay, Tara wird sehr spannend, wegen ihren Schatten halt, ne? Aber eigentlich denke ich, dass ich normalerweise gewinnen müsste. Mal schauen. Ja, das hat mich getroffen. Ja, okay, gut. Ich hätte nicht so straight drauf loslaufen, aber ich hätte traurig sowieso verloren. Die Schatten sind zu krass bei Tara. Oh, Jean. Jean kann die Unsichtbarkeit gut aufdecken. Das war es aber auch eigentlich, deswegen. Oh, das meine ich halt. Ich war so in der Ecke gestanden. Keine Chance. Aber ansonsten soll ich ja eigentlich gewinnen, locker, oder? Ich meine, keine Ahnung. Das hast du mich gesehen. Jump. Ja, nicht. Oh, jetzt komm. Oh, krass. Hä? Als ob Jean gewinnt, hä? Wir haben als nächstes Max. Vielleicht kann Max ja irgendwie mit ein bisschen Glück die Ulti dodgen. Zumindest die Hoffnung vielleicht für dich. Ist die Frage, wo gehe ich jetzt lang? Hier mal. Oh, die Range war gut. Oh, krass. Oh, und das Gadget hat auch nichts gebracht. Ich habe das Gadget rausbekommen, aber zu spät. Krass. Also, ich spiele jetzt Mr. P. Wenn Jonas das verliert, dann muss er, glaube ich, bald eine neue Challenge starten. Das sollte er nicht verlieren. Schlimmer als ein Thrower, meiner Meinung nach. Mr. P ist mein einziger 35er. Echt jetzt? Ja. Ich habe keine Möglichkeit, dir auszuweichen. Ich habe kein Gadget. Oh Gott, war das schlecht. Oh Gott, ich hab die Range ein bisschen über... Aber ich dodge gerade. Guck mal.
Mr. B ist easy zu dodgen, was macht? Ja, immerhin dodgisch. Besser als nicht zu dodgen, keine Ahnung. Mann, ich hab keine Ulti mehr. Was ist das denn jetzt? Ich stamm sie einfach hin. Ja! Boah. Ja, easy. Jawoll! Ulti, ich hab Ulti! Ich hab so grauenvoll schlecht gespielt, aber ist egal. Oh, okay, Sprout. Ja, gut. Also normalerweise müsste ich das gewinnen. Ich hätte eigentlich einmal die Ulti auf, mache mich unsichtbar und dann ist es eigentlich over. Mal schauen. Wie jetzt mal aus, ob es auch funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das war knapp tatsächlich. Schau es dir an. Das ist halt, ich bin so weit weg, ich bin unsichtbar. Das ist halt crazy, ne? Nochmal drauf. Das ist, glaube ich, der erste, bei dem ich kein einziges Mal Schaden kriege. Schau es dir an. Okay, Leute, Byron. Ja, was soll ich sagen? Byron wird ähnlich wahrscheinlich ablaufen. Außer ich verkack's extrem, aber mal schauen. Nein, du hast mich gesehen. Das war jetzt wirklich ein bisschen verkackt. Ich hab's, glaube ich, trotzdem, ne? Oder? Ja. Okay, jetzt Quick. Der wird verlieren, sag ich. Was denkst du? Ey! Du hast mich getroffen. Ich war komplett drin plötzlich. Nein! Hä, du triffst mich? No way, wenn ich das verliere. Oh mein Gott, ich bin unsichtbar, aber... Oh! Ey, nicht, bist du gut mit Squeak oder war das jetzt Zufall? Eigentlich schon, aber... Oh. Squeak gegen Edgar ist auch gut. Oh! Ulti, Ulti, Ulti. Oh. Geil. Ich hätte dich noch geholt. Ja, ja, ja. Okay, wir kommen zu Lou. Oh je, ey, Lou mit dem Freeze natürlich, darf ich vor allem nicht treffen lassen. Oh, perfekt. Hat ja super funktioniert. Wenn ich Supercharge gewonnen, gewinne ich. Ja, ja. Ich muss halt erstmal draufjumpen jetzt. Komm, okay. Ist halt nicht zu dodgen bei den Wänden vor allem. No way. Oh Gott, das Timing. Das war so unlucky, ne? Das war so unlucky. Ich wäre genau in der Sekunde eingefreeze. Okay, jetzt wird's interessant. Wir haben nämlich Ruffs und die Gaddis werden wahrscheinlich halt nichts helfen. Das heißt, wir haben ja die Sandsäcke, die eigentlich gar nichts bringen. Und ansonsten... Ich weiß... Oh je. Boah, ist mal eklig, wenn du hier in die Büsche schießt. Jetzt. Zack, zack, Jump. Ich nehme immer zwei Hits und dann Jump. Habe ich so rausgefunden. Das ist best. Wow. Ja, krass. Auf geht's. Wir kommen zu Bass und... Ah, du weißt, ob ich in deiner Nähe bin, ne? Das ist das Interessante dabei. Oh je, jetzt muss ich erstmal hitten. Wieder die weitere Range. Oh! Das hat nicht wirklich gehittet. Das hat doch nicht wirklich gehittet. Hä? Outrage ich? Du bist so weit weg von mir. Der nächste Brawler ist Fang. Fang aktuell sehr stark, vor allem mit dem Hypercharge, den wir eigentlich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht erst sehen werden. Also bin ich gespannt. Ja, die Range ist echt krass von dem Brawler. Nice. Bin ich drauf. Stun. Oh. Nein. Stark gespielt. Krass. Danke. Wir haben... Ach, Eve. Bitte nicht aufs Wasser laufen, das wäre nett bei der Map. Nein. Das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich meine, so habe ich eine Chance, sonst halt nicht. Ja, das stimmt. Geht das? Ja, nee. Ja, gut. Perfekt. So, jetzt hier nochmal das Ganze einmal ohne die Wasserfähigkeit. Du hast mich leider. Oder? Boah. Nächster Brawler ist Jeanette. Jeanette ist chancenlos, sag ich. Was denkst du? Ich hätte das andere Gadget spielen können, oh, auf Base, und ich hätte es halt immer schön gesehen. Stimmt. Eine Dummheit. Oh, es war lost, es war lost, es war gar nicht gut. Jetzt Hit, Hit, Jump. Oh! Hä, hey, nee, ich glaube, es war nicht lost. Schon mal als hier. Ja, ja, jetzt aber. Krass. No, aber du bist low. Ja. Wir haben Otis mit dem Win Otis Skin. Wie findest du eigentlich den Skin? Soll man sagen. Richtig nice. Ich habe den in der SK-Version gesehen. Hätte schön ausgesehen. SK hat leider nicht gewonnen. Ach so, es gab einen. Es gab ja in verschiedenen Versionen schon. Es wird ja einfach immer die Version genommen, die halt World Finals genannt, ne? Ach, ich dachte, die machen die Version halt erst nach dem Sieg, lol. Wo bist du? Ich hasse den Gadget so. Ja, das ist wirklich krass. Oh! Hab ich dich? Ja. Wenn ich Ulti bekomme, gewinne ich, aber wenn du halt einfach unsichtbar bist, kriege ich meine Ulti nicht. Besser ist es. Wir haben Buster, boah, der kann mit dem Gadget ranziehen. Ich sag, der wird sogar gewinnen. Was denkst du? Ich denk auch, Tanks gewinnen. Sparen. Wo bist du dann? Da! Oh! Boah. Oh, ein Schuss gedodged wenigstens? Nee, ich habe das schon. Ja, krass. Ja, ja. Als nächstes haben wir. Guter Try. Guter Try. Haben wir Gray. Gray will keine Chance haben. Du musst mich halt irgendwie mit dem Gadget höchstens hitten. Aber. Oh, jetzt siehst du mich. Kacke. Jetzt. Oh. Ja, das ist halt krass. Das ist halt krass. Ich direkt die nächste Ult auch wieder. Das ist aber knapp. Was? Hä, wie habe ich das gewonnen? Damage-Ding ist, hä, ich hab's auch nicht gecheckt. Ich dachte auch schon. Arty ist der nächste Brawler mit der Markierung. Wird's interessant werden. Ich denke. Da bin ich. Jump. Oh, jetzt. Nein, der letzte Schuss kam noch durch. Das hast du, oder? Boah. Nee. Okay, auf geht's. Nächster Brawler ist Willow. Ja, gut. Halt, du kannst dich verstecken. Du kannst dich verstecken.
im 1 gegen 1, wenn ich Ulti habe, ich weiß. Dann, was bringt mir das? Dann heal ich dich einfach. Du kannst dich wegsteuern, theoretisch. Jetzt. Ja, du kannst halt auch nicht dodgen, das ist halt unmöglich als Werfer. Du kannst natürlich versuchen, dich zu verstecken, hast du auch gemacht. Ich warte es aber einfach kurz. Ja, ist halt irgendwie ein bisschen, ist halt klar. Oh, ja, okay. Also darauf habe ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht so Bock. Oh je, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Was hast du denn da die ganze Zeit? Jetzt, zack. Ja, hat er jetzt hingehauen mit der Überraschung? Vielleicht? Wenn du die Ulti hast, ist komplett over. Komm. Oh. Ich hab's so versucht. Schade. Nächster Brother ist Chuck. Bei Chuck ist das Ding theoretisch, wenn du halt diese Ulti irgendwie platziert bekommen würdest, wär's geil, aber ich glaube, es ist halt auch nur theoretisch. Das ist halt das Problem. Problem ist halt, ich muss es halt auch warten. In der Zeit kannst du natürlich auch schon die Ulti aufladen. Machst du jetzt hier auch gerade? Zack. Zack, jetzt geh ich auf dich. Okay. Ich glaube, das war's schon wieder, oder? Kannst du noch wegulten? Oh! Nein! Okay, ist krass jetzt. Was mach ich denn jetzt? Muss ich unsichtbar machen kurz? Jetzt habe ich dich. Nicht! Ah! Oh mein Gott. Hä, das ist krass. Jetzt aber. Boah. Ah, ich hab Ulti gedrückt. Hä, übel interessantes Battle aber gewesen. Krass. Oh, jetzt Charlie. Stimmt. Charlie ist ja aktuell noch als einziger Brawler im Pass verfügbar, logischerweise. Nein, der geht auf die Spinnen bei Auto-Aim. Das muss, also auf die Idee muss er auch erstmal kommen. Warum geht er auf die Spinnen mit Auto-Aim? Warum ist Auto-Aim so eingestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, Leute, Miko gegen Lowy. Boah, ich sag sogar, Miko gewinnt. Miko gegen Kit? Ja, egal. Wir müssen nochmal dieses Battle machen, Miko gegen Kit gegen Lowy, muss ich auch noch irgendwann aufnehmen. Alle drei neuen Brawler gegeneinander. Okay, komm jetzt. Wo bist du, da? Jetzt. Nein, die Ult war so schlecht, egal. Oh mein Gott. ETF. Also ehrlich, das habe ich ein bisschen verkackt. Ich hätte kurz warten müssen. Aber der jumpt halt so oft in die Luft. Krass. Wir haben den ersten legendären Brawler mit Spike. Zack. Das muss unfassbar frustrierend sein, oder? Das ist ja Wahnsinn. Crow 1 gegen 1. Er muss halt so defensiv spielen, weil ich die ganze Zeit unsichtbar irgendwo sein kann. Crow wird normalerweise keine Chance haben, sage ich. Ja, mal schauen. Gespannt. Ja, wenn ich meine Ulti-Charge oder Hyper-Charge... Nee, aber bist du nicht. Ich jump einfach drauf und dann... Oh! Boah, schau's dir an. Krank. Wenn ich Ulti hätte, vielleicht so nicht. Es geht weiter. Oh, wir können uns beide unsichtbar machen. Das Problem ist halt nur, dass ich halt instant unsichtbar bin und du halt nicht, ne? Das ist safe, der Schatten, ja, das war klar. Komm, 1, 2. Nein! Ich hasse Auto-Aim, ich darf nie wieder Auto-Aim drücken. Oh, ich bin so dumm. Ohne Regel, Jonas. Ja, jetzt habe ich es gelernt. Super. Jetzt aber, komm. Ich habe wieder Auto-Aim gedrückt. Ja, egal. Okay, es wird sehr spannend. Sandy, welches Gadget nimmt ihr am besten? Healen oder dieses, was euch einschlafen lässt? Also, ich kann es auch nicht so genau sagen, was ich nehmen würde. Hast du mich gesehen gerade? Zack, ein Hit und jetzt sehr gut. Gedodged. So, perfekt. Let's go. Nice. Nächster Brawler ist Ember. Ember hat natürlich einen guten Schaden, kann auch gut drauf spammen, aber das war's auch eigentlich bei Ember. Also, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier laufen wird. Nein, Ulti gemiss. Wow, gar keine Chance. Keine Chance. Nächster Brawler ist Mac. Mac hat, glaube ich, eventuell zu viel. Oh, du hast mich getroffen. Und ich treffe dich gar nicht. Rückzug. Das war richtig schlecht von mir. Ja, das war richtig, richtig schlecht, wirklich. Das ist natürlich auch schon ein bisschen die Ulti aufgeladen bekommen. Hab ich kurz gesehen. Oh je, super. Ich mache irgendwie alles falsch. Jetzt aber. Ja. Ich halt einmal dieses Ding. Keine Chance. Viel zu viel Leben ist auch eigentlich logisch. Wir haben Surge als nächstes. Surge ist natürlich ein guter Konter, vor allem gegen Tanks. Die Sache ist die, wenn du halt die Ulti nicht kriegst, wirst du halt keine Chance haben normalerweise. Bin ich auch zu erreichen gerade. Lass mich auf gar keinen Fall jetzt vorher hitten. Auf gar keinen Fall irgendwie. Deswegen, oh, perfekt. Ich wollte gerade sagen, deswegen versuche ich gerade komplett außen rum zu gehen. Egal, ich mache jetzt so einen Jump. Ja, das ist halt krass. Ich habe einfach auf ganz riskant in den Busch. Wow, das war mein Fehler. Ich hätte die zweite wohl drücken sollen. Wir haben Chester als nächstes. Boah, der macht halt guten Damage. Ich glaube, du wirst gewinnen sogar. Er hat auch nicht so wenig Leben vor allem. Versuche jetzt einfach, ich habe jetzt meine Stage vorbei. Ja, es war natürlich jetzt interessant, das zu probieren. Zack. Oh, das habe ich jetzt, glaube ich. Ja. Knapp noch. Chester gewinnt normalerweise, glaube ich, wenn man die drei Hits hat. Auf geht's, die letzten zwei Brawler, Leute. Jetzt ist Cordelius dran. Du kannst halt sehen, wenn ich in deiner Range bin, ist halt so die Sache. Bin ich getroffen? Ja, wow, das habe ich verkackt. Da wollte ich so offensiv gehen. Und damit das Finale 1 gegen 1 mit Kit. Oder hast du einen neuen Skin sogar ausgewählt hier nochmal? Okay. Die Sache ist jetzt die, ich bin jetzt eigentlich besser eingespielt mit dem Brawler. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ist hier unsichtbar? Oh, ich habe predicted! Oh! Das war lucky. Ich hab mich halt kurz gesehen davor. Wow.
Krass. Oh mein Gott, schön predicted. Danke an der Stelle an Sunny. Auf Twitch und Twitter heißt sie Sunny Enough. Link dazu ist auch in der Beschreibung. Schaut gerne vorbei. Schaut ansonsten gerne noch bei meinem Merch vorbei auf jojonas.shop oder bei den ersten Link in der Beschreibung. Das Ganze noch bis Weihnachten erhältlich. Und ansonsten danke für den Support, danke fürs Zuschauen. Und da ist noch der Abspann verlinkt. Haut rein, ciao.